So, es geht weiter mit Kingdom Hearts 2. Wir sind in der Thornwelt zurück und werden Thorn vom Spieleraster holen. Denn Thorn ist in Gefahr und braucht unsere Hilfe. Fertig? Die Magie des Alten zu programmieren ist eine Qual. Wie war das gerade? Ruhe, ich versuche zu arbeiten. Diesen respektlosen Ton verbitte ich mir. Fertig! Hier, Leon. Ein selbstgestrecktes Programm mit einem Schuss Magie drin. Hoffentlich funktioniert es. Also dann. Sei auf der Hut, mein Junge. Da hat erstmal den Computer zerschossen. Das habt ihr jetzt nicht gewagt. Na, wartet. Ich bin jetzt euer Gegner. Beziehungsweise wir. So, jetzt könnt ihr euch warm anziehen. Durch. Ihr habt mich gerettet. Ich hab mich gerettet. Nicht der Rede wert. Wie ist die Lage hier? Der MCP will einen totalen Krieg gegen die User führen. Wie sieht die Situation draußen aus? Dass diese Maschine, die Herzdose produziert, läuft völlig amok. Das Kontrollsystem der Stadt hat auch Probleme zu kämpfen. Aber Sid erstellt gerade ein Programm, das den MCP löschen kann. Wir holen es uns am I.O. Tower und sollten damit dann dem MCP ein allemal den Chaos machen können. Lass es uns tun! Super! Wer ist eigentlich dieser Sid? Er ist ein Freund von uns. Leon, Merlin, Aerith, Yuffie. Alle machen sich draußen Sorgen, nicht dran. Ich muss ganz schön viele User-Freunde haben. Das Programm müsste so langsam fertig sein. Was meint ihr? Dann auf zum Tower. Gehen wir. Okay, dann wollen wir mal. Den MCP endgültig zerstören. Ein für alle Mal. So, jetzt wird er initialisiert. Herzloser.
sehr beeindruckende Attacke. Genau, aus dem Weg, Herzlose. Leon ist auch schon auf dem Weg. Keine Chance. Nicht in eine Million Jahren. Nicht gegen mein Level. Ihr seid mir unterlegen. So, jetzt bist du fällig. Jetzt seid ihr fällig. Noch einer? Einer fehlt noch. Hinten, glaube ich. Genau, der. Wenn wir ihn besiegt haben, dann können wir zum Mairo Tower vorstoßen. Tschüss! Userzugang ist auf unbestimmte Zeit deaktiviert. Verdammt! Leon, lass mich mal. Dies ist die letzte Warnung. Unverzüglich aufhören. Guten Appetit. Und nicht mit vollem Mund reden. Was? Was rätst du da? Noch sehe ich nichts. Leon, mach schon! Da! Na also! Und, wie ist es? Sehr außergewöhnliche Routine. Das ist Magic Magie! Hä? Es beinhaltet Zusatzleistung für mich.
Und Flugbefehle für den Solarsegler. Heißt das, wir sind bereit? Wie ihr User immer sagt, probieren geht über studieren. Wir brauchen einen Segler, um zum MCP zu gelangen, also auch zum Simulationshangar. Genau. So, jetzt haben wir die Power, den MCP zu stoppen. Sieht so aus, als ob es sich jetzt entscheidet. Ich bin ziemlich auf den Solarsegler gespannt. Ich freue mich schon richtig drauf. Die User sind wirklich erstaunlich. Ein derartiges Programm habe ich noch nie gesehen. Jetzt kann ich den Solarsegler benutzen und habe Zugang zum Plateau des MCP. Zum Simulationshangar geht es hier hinaus und weiter geradeaus. Okay, dann wollen wir mal dorthin gehen und uns im MCP ein für alle Mal stellen und den Megaos ausmachen. So, die können mir eigentlich egal sein, aber es gibt wiederum Erfahrungspunkte dafür. Von daher, warum nicht? Ihr könnt mich nicht aufhalten. So. Der Solarsegler hat keine Defense-Systeme. Der MCP ist nicht dumm. Er wird die Simulation angreifen. Wir müssen sie verteidigen. Die Aussicht ist toll, aber ich komme mir vor wie auf dem Präsentierteller. Habt ihr es gehört? Der Solarsegler bewegt sich auf Lichtwellen fort. Wenn er zu schwer ist, rutscht er von den Wellen ab. Rutscht er von den Wellen und wird abstürzen. Dann mal volle Kraft voraus, würde ich sagen. Das hier ist keine Vergnügungsfahrt. Der MCP wird uns nicht so einfach gewähren lassen. Ja, und da geht's auch schon los. Ich glaube, genau das ist der Plan vom MCP. Er will, dass das Schiff überladen wird und sie klar stürzt. Von daher müssen wir ihn schnell besiegen. Wenn es nämlich zu viele, krachen wir runter. Dass die Schattenform hier geschieht, das ist mir gerade ein bisschen neu. Ich dachte, die wären bei Bossen so. Ein bisschen bedrohlich hier.
Jetzt habe ich gerade ein kleines Problem. Leute, macht was. Die müssen ganz schnell weg. Herzlose drauf hier. Die müssen weg. So, das war der letzte. Der MCP liegt genau vor uns. Zeit, den digitalen Spuk zu beenden. Definitiv. Mal kurz speichern. Und dann geht's gleich auch schon rein zum MCP. Was ist da drin? Okay, Kosmosbringer. Und das wird wahrscheinlich eine Karte sein hier, oder? Hm, das ist eine Karte. Dann noch zwei kleinere Truhen. So, perfekt. Auf geht's. Das glaubst aber auch nur du, Sark. So, messen gleich auf Sark rauf. So, nochmal doppelt einen schönen Schaden. Das hat gesessen. Tschüss, Sark. Du bist sehr beharrlich, Troll. Und ich bin besser als du. Wir wären ein großartiges Team gewesen. Und jetzt zu dir, MCP. Das Ding ist der MCP? Ja, Äußerlichkeiten bedeuten ihm nicht viel. Ron, verstehst du denn nicht? Wir brauchen keine User. Wir haben uns weiterentwickelt. Sie sind überflüssig. Werde ein Teil von mir, dann kontrollieren wir zusammen die Welt. MCP, du bist hier derjenige, der nicht versteht.
Informationen gehören jetzt dir. So, jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Wir müssen nämlich zuerst die Wand des MCP zerstören. Und das machen wir folgendermaßen. Ihr seht, Sark ist jetzt riesig und wir müssen im Prinzip Sark nochmal in die Knie zwingen. Denn der MCP heilt ihn zwischendurch und das ist die Chance, dann zuzuschlagen. Na, ist auch nicht besonders schwer, das Ganze. So. So, Sark wird gleich wieder aufstehen. Du wirst auf keinen Fall gewinnen, MCP. Na, komm schon, lass mich da durch. Du verlierst gerade gegen die User. Und zwar zu Recht, MCP. So, ich krieg den noch down. Ich krieg den MCP noch down. Immer drauf kloppen. Immer drauf kloppen. Nein, das nicht. Nein. Das wollte ich. Nur wegen Initialisieren ist es jetzt so passiert. Zieht sich ein bisschen länger der Kampf, aber ich finde ihn recht nice gemacht. So, es ist gleich zu Ende mit dem MCP. Ich glaube noch ein, zwei Runden. Dann haben wir ihn.
Na, eine Runde wird's noch. Dann ist er besiegt. Und wieder mal Sarg besiegen. Aber der Kampf wird gleich vorbei sein. Der Kampf wird gleich vorbei sein. Die Tyrann-1-MCP wird beendet. Ein für alle Mal. Geschafft! Aha, du kannst dich ja auch richtig freuen. Das habe ich von euch gelernt. Als Programm hat meine Emotionalität aber Grenzen. Kein Problem, ich optimiere deinen Code, wenn ich wieder in der Userwelt bin. Du? Das lass bitte lieber bleiben. Wie seht ihr das? Ein tanzender und singender Tron. Das wär's doch. Oh ja! Okay, wenn ihr meint. Aber bevor ich abstürze. Sora, Donald, Goofy und allen Usern da draußen. Vielen Dank. Ihr habt mir wirklich geholfen. Ihr habt mich um so vieles stärker gemacht. Ihr habt mir gezeigt, was Freundschaft ist und was sie bewegen kann. Das vergesse ich euch nie. Als ich euch traf, wusste ich sofort, wir würden gemeinsam das System vom MCP befreien. Machen User es nicht so, wenn sie Abschied nehmen und traurig sind? Schon, aber ich mach's zum ersten Mal. Ja, Tron, aber es ist gleichzeitig ein Versprechen auf ein baldiges Wiedersehen. Verstehe. Also dann... Ich verspreche es. Wohin willst du? Oh. Wow. Tron! Die Stadt kehrt langsam zur Normalität zurück. Die einzigen noch übrigen Herzlosen sind die üblichen Verdächtigen. Und es sind weniger als zuvor. Jetzt brauchen wir nur noch die drei Heil zurück. Da seid ihr ja! Willkommen zurück! Wie sieht's hier aus? Bestens! Und keine Spur vom MCP. Es ist alles wieder wie vorher. Wir haben's geschafft. Was soll denn das lange Gesicht? Stimmt was nicht? Tod ist plötzlich verschwunden. Dabei hat er uns versprochen, wir sehen ihn wieder. Was passiert da? Seid gegrüßt, Freunde. Das System ist wieder bereit für User-Eingaben. Tron!
Wir bleiben in Kontakt. Ja. Dir geht's auch so gut. Hey, hör auf damit, das kitzelt. Tron ist kitzelig? Und wie ist das? Bitte da aufhören. Ich glaube, Tron hat etwas zu viel Zeit mit den Dreien verbracht. Wartet, kurze Auszeit. Ich will euch allen zum Dank etwas zeigen, was ich in den Systemarchiven gefunden habe. Wie die Stadt aussah, als sie errichtet wurde. Ja, richtig. So sah sie mal aus. Ganz wie in alten Zeiten. Ich wüsste zu gern, wann sie dieser Stadt einen so grauenvollen Namen wie Hollow Bestien gegeben haben. Früher hatte diese Stadt einen anderen Namen. Ja? Radiant Garden. Und wer Radiant Garden kennenlernen will, der muss auf jeden Fall mal Birth by Sleep gespielt haben. Das spielt nämlich lange, lange vor dieser Zeit. Hinzugefügt und ich würde sagen, ja, Tron ist mit dem Computerkern verschmolzen, bleibt aber trotzdem mit uns in Kontakt. Tja, und damit würde ich sagen, das war's für diesen Part von Kingdom Hearts 2. Beim nächsten Mal besuchen wir noch eine ganz besondere Welt, dann machen wir die Ariel-Welt und dann geht es mit leisen Schritten Richtung Finale. Also bis dann, Leute, ciao!